möchte gerne, dass wir am Wochenende in die Tropenklinik fahren. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 10 nach 7 und ich werde jetzt gleich zum Arzt fahren. Ich habe es euch im letzten Vlog erzählt, dass ich einen Termin ausgemacht habe wegen meinem Husten, weil der immer noch nicht besser ist und weil ich mir Blut abnehmen lassen möchte, um das mal zu untersuchen. Ich bin gespannt, was der sagt. Ich weiß nicht, ob man da nüchtern hinkommen muss. Ich habe jetzt mal so einen Kräutertee getrunken heute Morgen, aber ansonsten eben nichts gegessen. Sicherheitshalber. Das Internet hat gesagt, man soll nur nichts essen und am besten nur Wasser trinken. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Kräutertee geht auch klar. Ja, genau. Da fahre ich jetzt hin und dann schauen wir mal, was der gute Mann sagt. So, ich bin fertig beim Arzt. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist jetzt. Auf jeden Fall hat es ungefähr, ja, 5 Minuten gedauert. Und es ist schon komplett Full House bei dem. Ja, also, naja, 15 Minuten. Aber ich war pünktlich da und eigentlich macht er, glaube ich, erst um 8 auf. Aber es saßen schon mega viele Leute da, die alle um 7.30 Uhr, glaube ich, einen Termin hatten. Richtig krass. Genau, und das ist so ein ruppiger alter Mann. Da, wenn man den sieht, denkt man erstmal so, okay. Also er ist erstmal nicht so empathisch. Und man fühlt sich erst so ein bisschen angebefzt, wenn man das so sagen kann. Aber eigentlich ist er mega nett. Er hat meinen Husten als Bello bezeichnet. Wenn der Bello nicht weggeht, nehmen Sie das hier. Fand es super, dass ich mir Zwiebelsaft selber gemacht habe. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, der macht auch Akupunktur und sowas. Und das war mir halt wichtig, als ich mir hier einen neuen Arzt gesucht habe. Dass es keiner ist, der direkt sagt, da müssen wir ganz, ganz viel verschreiben und du musst hier harte Medikamente nehmen. Sondern ich habe ihm erzählt, ja, ich habe Gelomethol genommen und was noch? Noch irgend so ein Hustensaft. Und habe mir Hustensaft aus Zwiebeln selber gemacht. Ja, sehr gut. Okay. Ja, und jetzt hat er aber gesagt, ich habe einen Reizhusten eher. Das löst sich dann zwar manchmal Schleim, wenn sich das so staut, aber tendenziell wäre es eher ein Reizhusten. Er hat mich mehrfach gefragt, ob ich sicher bin, dass ich keine Allergikerin bin. Ich so, ja, eigentlich schon. Also, keine Ahnung. Bei ihm war der Verdacht auch direkt da. Ich werde das mal beobachten. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die Apotheke schon offen hat. Und dann hole ich mir da so Tropfen, soll ich nehmen. Irgend so Reizhustentropfen. Ja, und mein Blut hat er abgenommen. Und ich habe ihm erzählt, dass ich Veganerin bin, damit er auch auf B12 testet. Und ja, er hat nicht so viel geredet. Ich weiß nicht, was er alles testet. Er meinte, wenn was auffällig ist, dann melden sie sich. Beziehungsweise dann muss ich vorbeikommen und ansonsten rufen sie an. Und back at home again. Ich war direkt auf dem Weg noch einkaufen für ein Video, was ich drehen möchte. Und wenn ich es gut schaffe, dann werde ich das heute auch noch drehen. Ansonsten muss ich jetzt erstmal den Vlog schneiden, der heute online kommt. Und noch ein paar Telefonate führen. Oh, übrigens, Leute, ich habe mir wieder dieses, das muss ich jetzt mal kurz empfehlen. Das ist so lecker. Diese Cashew-Creme von Rapunzel. Falls ihr diese Macadamia-Creme kennt, da ist aber, glaube ich, Milch mit drin. Und ich habe immer nach einer Alternative gesucht. Und das schmeckt so ähnlich und so lecker. Also ja, ist aber ein bisschen teurer wie diese Rapunzel-Sachen. Und diese ganzen Nussmus-Sachen eigentlich, die sind immer ein bisschen teurer. Übrigens habe ich vorhin solche Karten hier gekauft. Das sind so Gelbkarten, nennen die sich. Und zwar gegen Trauermücken. Die sind in dieser Wohnung eine richtige Plage. Und die kommen aus Pflanzenerde raus, die man kauft. Und dann eben da, also draußen, geht es gerade wieder mal richtig ab. Komplett am Eskalieren mit dem Regen. Kennt ihr das, wenn so Regenfronten so wandern, wenn man so sehen kann, wie die so wandern? Off-topic. Also diese Trauermücken kommen eben aus Blumenerde raus und die sind hier überall in der ganzen Wohnung. Wir haben ja die Pflanzen größtenteils neu eingetopft. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die nicht, aber diese hier unten zum Beispiel und auch die Monstera. Und das sind so kleine schwarze Fliegen, sehen aus wie Obstfliegen, sind überall. Katastrophe. Ich habe mir gerade eben einen Tee gemacht und bei Schwarztee benutze ich den Beutel immer zweimal. Ich hätte mir auch eine Kanne machen können, aber ich habe mir einfach eine Tasse gemacht und dann nochmal eine Tasse. Und dann habe ich einfach den gleichen Beutel zweimal benutzt, habe den da so lange mit einem Löffel liegen gehabt, schmeiße den gerade in meine Tasse rein, will das Wasser reingießen, denke so, was ist denn das?
Und dann klebt da halt auch wieder so eine Fliege dran. In meinem Getränk sterben regelmäßig diese Fliegen. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, was bei denen los ist, warum die im Wasser, also sich ins Wasser reinstürzen. Auf jeden Fall habe ich diese Gelbkarten bei Marie Nova, heißt sie Marie Nova? Ich glaube, sie heißt Marie Nova auf Instagram, gesehen. Die hat das empfohlen, das ist so eine crazy plant lady, die hat das empfohlen gegen diese Traummücken. Und dann kann man auch so ein Neemöl oder sowas benutzen, glaube ich, weil die Trauermücken nämlich in der Erde leben, also die Jungen. Und das soll man da noch mit in die Erde eigentlich geben. Das habe ich jetzt nicht. Also das gab es da auch gar nicht. Ich glaube, das muss man bestellen oder so. Ja, super ätzend. Nur mal so, falls ihr auch überall so komische Art Obstfliegen habt, die aber keine Obstfliegen sind, sonst vielleicht Trauermücken, ne? Und das ist meine alte Teetasse von gestern. Keine Ahnung, warum die jetzt hier noch steht. Da ist auch eine Trauermücke drin. Toll. Ich und mein Schnurrbart grüßen euch wieder aus Kumbuko, aus unserer alten Unterkunft. Wir sind gestern wieder zurückgekommen hierher, sind gestern eingezogen und haben jetzt nochmal heute und morgen Abend geht dann unser Flieger wieder zurück nach Deutschland. Und das Wetter ist richtig bescheiden mittlerweile hier. So sah es gestern schon aus, so sieht es heute wieder aus. Ja, wird Zeit, dass man heimkommt bei dem Wetter hier. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. Mo hat geiles Obst gestern noch eingekauft, Ananas. Und was haben wir noch? Papaya, natürlich wieder eine Avocado. Da nehme ich, glaube ich, den Kern jetzt mit. Also ein paar haben geschrieben, dass man das machen kann, dass das welche gemacht haben. Die haben sich auch aus Brasilien so eine Avocado mitgenommen und haben die dann eingepflanzt und ist tatsächlich ein Bäumchen gekommen. Ich war vorher noch im Baumarkt, also das habe ich erzählt, ne, wegen diesen Gelbkarten, ja. Auf jeden Fall habe ich noch was anderes gekauft und zwar Boxen. Solche Boxen hier. Ich habe jetzt hier so zwei Boxen für meine Hosen. Und irgendwie muss ich, glaube ich, mal noch das Regalbrett vielleicht runtersetzen, damit ich die zweite Box da oben draufstellen kann. Aber ich finde das total schön übersichtlich jetzt. Ja, nur muss man es vielleicht irgendwie ein bisschen anders anordnen. Das hier ist übrigens so ein kompletter Jumpsuit, der da nicht reinpasst. Die ist jetzt auch gerade vor. Ich habe nicht aussortiert. Ich habe einfach alle Hosen, egal ob passend oder nicht, mal hier reingestopft, weil ich wissen wollte, ob es passt. Übrigens sind die ganzen Polster immer noch hier drin. Also es ist wirklich eine super schöne Atmosphäre. Man kann auch sehr gut am Tisch sitzen. Wenn sich das mal anguckt, das sieht echt super gemütlich aus. Ja, aber irgendwie draußen stürmt es immer noch so sehr, die letzten Tage einfach. Und ich dachte mir, lasse ich das jetzt mal noch drin. Vielleicht ziehe ich sie auch einfach direkt ab und wasche sie. Und dann, wenn es wieder schön ist, kommt alles wieder raus. Beziehungsweise spätestens morgen, weil ich möchte sie hier schön machen, wenn Alex kommt. Falls ihr euch wundert, was wir 3 Stunden später machen, nix. Es pisst, es pisst. Und wir überlegen, ob wir kiten gehen, aber es hat wahrscheinlich gar keinen Wind, aber die Hoffnung stirbt halt zuletzt. Was denkt ihr, wie viele Zehen Knoblauch kann man in ein Essen machen, wenn man alleine ist? Ich dachte jetzt mal so an 3... Das ist zu krass. Eigentlich scheißegal, gell? Morgen Abend gehe ich tatsächlich mal wieder feiern. Granny Mode off mit Jojo und wir gehen in so eine spanische Bar. Und vielleicht redet so niemand mit mir und alle bleiben weg. Ich kann einfach in Ruhe dancen und muss mich mit niemandem unterhalten, weil ich viel Knoblauch gegessen habe. Das ist meine Antisocial-Taktik. Bei mir gibt's einen Sprachfehler. Bei mir gibt's Spaghetti mit Knoblauch. Also mit Knoblauch in Öl und noch so ein paar Cherry-Tomaten, glaube ich. Und ich habe vorhin so Trüffelöl gekauft. Also das war kein richtiges Trüffelöl natürlich, weil viel zu teuer. Aber da ist ein bisschen Trüffelaroma mit drin. Und das brauche ich nämlich für ein Rezept, was am Dienstag dann auf meinem Kanal online kommt im besten Fall. Was ich heute nicht mehr gedreht habe und eigentlich noch drehen wollte. Aber Alex hat gesagt, wir machen das am Wochenende zusammen, weil er nämlich auch was davon dann kriegt. Von dem Yummy Food. Und da kann man das dazu machen. Man kann es auch weglassen. Ich dachte mir aber so, ich hole das mal. Und ja, deswegen gibt es jetzt die Spaghetti damit. Ist jetzt heute nicht so fancy, aber sagte sie. Oh, hier mit Trüffelöl garniert an Knoblauch. Okay, ich habe viel zu arg Hunger. Ich muss jetzt kochen. Guten Morgen. Ich bin schon wieder in Sorge um den Boy. Was ist das eigentlich? Als ich in Thailand war, musste man sich über mich überhaupt keine Sorgen machen. Das war alles super und es ist nichts passiert und ich habe das Gefühl, ich sitze ständig hier und bin so,
Also auf jeden Fall hat er mir gerade geschrieben, bei ihnen ist erst 5 Uhr morgens. Er hatte mir gestern Abend das schon erzählt, aber jetzt ist er schon wach, weil er so eine scheiß Nacht hatte. Er hat nämlich 39,6 Fieber. In den Tropen. 39,6 Fieber. Toll. Und Schüttelfrost und Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und leichten Husten und leichten Schnupfen und fühlt sich einfach mega platt und so. Alle Alarmglocken sind bei mir an. Malaria, Denguefieber, irgendeine gefährliche Tropenkrankheit. Scheiße! Ja. Schön, oder? Toll. Love it. Heute Abend fliegen sie zurück. Ich hatte gestern Abend zu ihm schon gesagt, fahr ins Krankenhaus, du musst zum Arzt gehen. Wenn das Malaria ist, muss man rechtzeitig erkennen und so weiter. Ja, und das haben sie nicht gemacht, weil das Krankenhaus eine Stunde Fahrt weg wäre und so. Und er so, nee, vielleicht einfach nur eine Grippe. Oder kann ja auch sein. Kann ja auch sein. War es auf dem Karneval eingefangen oder so. Ja, aber jetzt habe ich gesagt, heute muss er zum Arzt. Und das gibt es in dem Ort wohl auch einen Arzt, in dem Kumbuko, wo sie dann heute mal vorbeigehen. Wenn es dann auch mal eine menschliche Uhrzeit ist. Und ja, dann soll er sich da mal ein bisschen durchchecken lassen. Und je nachdem, ja, ich glaube nicht je nachdem, möchte gerne, dass wir am Wochenende in die Tropenklinik fahren. In Tübingen. Die ist ja hier direkt. Echt, also wenn man hier Fieber hat und so, und man war nur hier jetzt zum Beispiel in Deutschland, dann ist das was anderes. Aber wenn du echt irgendwo mit irgendwelchen Stechviechern und so bist und verunreinigtem Wasser oder wie auch immer, dann ist Vorsicht echt besser als Nachsicht. Ist eigentlich in jedem Fall, ne? Ja, ich habe gerade schon, geguckt, wann wie die Öffnungszeiten von der Truppenklinik sind und so weiter. Also am Wochenende muss man dann halt in die Notfallaufnahme. Notaufnahme? Notaufnahme. Genau. Und ja, vielleicht verbringen wir dann da morgen unseren Samstag. So eine Scheiße, ich mag das nicht. Der Grund, warum ich gerade so aussehe, ist, ich meine, das ist jetzt nicht außergewöhnlich für mich, aber ich habe gerade ein Foto gemacht, anlässlich des Weltfrauentags heute. Und ich habe da noch was draufgeschrieben, das mache ich ja öfter mal mit dem iPad. Also manchmal mache ich es auch mit so einer App am Handy, aber ich wollte da noch was draufschreiben und das geht ein bisschen schöner am iPad, weil ich da einen Stift habe. Ich habe euch das schon öfter gezeigt, das ist diese App und da habe ich dann einfach das Foto reingeladen und dann dieses We Can Do It draufgeschrieben. Ja, ich dachte mir, das passt doch eigentlich ganz gut. Ich hatte dann hier noch andere Versionen, was Größeres und so, das war eigentlich nur so ein hässlicher Versuch. Dieses bisschen Größere hat mir auch gut gefallen, aber dann... Irgendwie sieht es auch nicht ganz so stylisch aus und das hat mir dann am besten gefallen. Ich bin sehr happy, weil mich der Arzt gerade angerufen hat und mir gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, ich soll genauso die nächsten 70 Jahre weitermachen, dann ist alles tipptopp. Also meine Blutwerte sind hervorragend, alle Vitamine sind top, mein Cholesterinwert ist sehr niedrig, auch Eisen ist super, B12 ist auch spitze, hat er gemeint. Ja, keine Entzündungen, nichts auffällig. Alles wunderbar. Ja. Schilddrüse auch in Ordnung. Er meinte, ich habe einfach nur eine Erkältung und ich muss geduldig sein. Und die wäre einfach in diesem Jahr sehr hartnäckig. Ja, dann wissen wir das jetzt auch. Also nichts da, vegane Mangelernährung und seit deiner Ernährungsumstellung siehst du so grau und müde und so bla aus. Nein. Das sind oftmals halt auch... Ich meine, das ist halt so. Um jetzt auch mal euch verstehen zu können. Man sieht natürlich Videos und jetzt ist das so, ich weiß nicht, ob ihr mal so Fotos gesehen habt, iPhone 4 versus iPhone X oder sowas. iPhone 4, porenfreie, glatte Haut, alles wundervoll. iPhone X ist die Qualität einfach so gut, dass man jede Pore sieht und man total grauselig aussieht. Ich glaube, das war so ein Bild von Kylie Jenner oder so. Und ein bisschen ähnlich verhält sich es halt auch hier mit der Kamera. Also die Kamera, die wir jetzt haben, ist einfach viel, viel besser als die letzten. Und dann benutzen wir so LUTs, also so Filter, die über die Videos drüber kommen, damit das Ganze so ein bisschen mehr Tiefe und irgendwie einen Stil hat, weil das ja auch ein Stück weit kreative Arbeit ist, was wir hier machen. Und manchmal sieht man dann natürlich ein bisschen anders aus, als man jetzt in Real Life aussieht. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Alles wunderbar. Das ist doch schön. Das habe ich gern. Jetzt möchte ich nur, dass Alex auch wieder gut geht. Vielleicht lasse ich jetzt nächstes Mal meine Zähne noch checken. Ich lasse mich einfach mal so komplett rundum checken.
damit da nicht irgendwo irgendwas Verborgenes ist. Es ist mir, ich komme mir immer noch seltsam vor, dass ich öfter krank war. Vielleicht war es auch der Stress. Kann natürlich auch sein. Vielleicht bin ich wirklich gar nicht stressresistent. War auch möglich. So, ich habe meinen Post gemacht und ich habe auch eine Story gemacht und verschiedene Mädels verlinkt und finde es total spannend, weil mich persönlich inspirieren nämlich Frauen aus den unterschiedlichsten Kategorien. Also mich inspiriert so jemand wie Chris the Cat oder Alexa's Earth und aber gleichzeitig auch Shirin David zum Beispiel. Und ich glaube, für viele steht das immer so ein bisschen im Kontrast. Entweder man ist so, dass man an die Macht des Universums glaubt und so weiter und so fort. Oder man feiert eben einfach andere Menschen. Und für mich steht es aber halt einfach überhaupt nicht im Kontrast. Das sind einfach alles starke Frauen, die alle was erreicht haben und alle eine Message nach außen tragen. Und das bewundere ich. Punkt, fertig, aus. Mir völlig egal, ob sich jemand mega schminkt, ob sich jemand operieren lässt, ob jemand all natural ist, ob jemand nur barfuß durch die Gegend läuft, sich die Achseln nicht rasiert, sich nicht wäscht oder... Ist mir völlig Latte. Es tut nichts zur Sache für mich. Und diese Frauen können mich trotzdem sehr inspirieren. Und ich finde, heute ist ein guter Tag, um auf sowas aufmerksam zu machen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr, ich weiß, wenn ihr diesen Vlog seht, dann ist das auch schon wieder ein paar Tage her. Aber wenn ihr auf Instagram, falls ihr Instagram habt, mal vorbeischaut. Ja, und ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn... Ich finde es einerseits schade, dass das nicht jeden Tag so ist, dass man sich so bedingungslos supportet. Aber ich finde das schön, wenn das mal an einem Tag so voll ins Gedächtnis gerufen wird. Ihr wisst, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt, ich bin immer absolut pro sich gegenseitig supporten. Ich habe ja mal dieses Video gedreht mit den unterschätzten YouTube-Kanälen und so weiter. Und ich habe damit überhaupt kein Problem, von meiner Reichweite was abzugeben, wenn man so sagen möchte. Und ich fände es total schön, wenn das öfter so wäre. Ja, aber ich glaube, das ist noch ein... weiter Weg und bis dahin ist es ja schön, dass es erstmal jetzt sowas wie den Weltfrauentag gibt, an dem Frauen dann mehr zusammenhalten, weil Fakt ist, ich weiß, die meisten, also ich sehe es ja zum Beispiel an den Analytics, mir folgen 80% Frauen, 20% Männer auf Instagram, auf YouTube sind es nur 8% Männer, glaube ich. Entsprechend kommen natürlich auch die meisten Kommentare von Frauen, aber diese 20% Männer auf Instagram, die schreiben, wenn dann immer nur was Positives. Also wenn sie sich mal die Mühe machen, dann schreiben sie nur was Nettes. Und du hörst von denen nie was Dummes. Entweder du hörst nichts oder es ist was Nettes. Zumindest in meinem Fall. Und Frauen gegen Frauen, ne? Das ist halt einfach so ein Ding. Ich habe dazu mal auch schon ein Video gemacht, warum Frauen sich irgendwie immer gegenseitig so ein bisschen bekämpfen, sage ich mal. Naja, und ich fände es halt einfach viel, viel schöner, wenn Frauen, die so auf die Welt gesehen, einfach immer noch... Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Stück unter Männern stehen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Hier von wegen Gender Pay Gap und diese ganzen Geschichten, dass Frauen weniger verdienen und so weiter. Und dann sollten doch eigentlich gerade die Frauen sich noch mehr gegenseitig supporten. Ja, naja, das war jetzt mal so mein Gedanke zu diesem Tag hier auf YouTube. Und jetzt wird die Wohnung geputzt. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt voll das Klischee ist. Ja. Ich habe übrigens im Rahmen von diesem Tag auch teilweise sehr interessante Anfragen gekriegt. Ich bin mal gespannt, die ich alle abgelehnt habe, by the way. Ich bin sehr gespannt, wen ich heute entdecke, der diese Kooperation umsetzt und wie das so ankommt. Also teilweise waren es echt richtig oberflächliche Kooperationen. Einmal so Blumenboxen und so einen Scheiß. Als ob es darum gehen würde beim Weltfrauentag. Aber ich bin mir sicher, auf Instagram findet man das ein oder andere Schmuckstück in die Richtung. Oder dann auch zum Thema Werkzeug. Werkzeug zum... Das ist so... Oh mein Gott. Ja, okay. Nein, nein, dafür möchte ich keine Werbung machen. Tschüss. Fast hätte ich vergessen, euch zu zeigen, was mein Mittagessen ist. Ich habe mir einfach was ganz Schnelles gemacht. Couscous mit heißem Wasser übergossen. Dann hier so ein bisschen Babyspinat, Cocktailtomaten klein geschnitten. Und dann habe ich mir solche, was sind denn das? Soja-Chicken-Medaillons oder was angebraten. Die sind sehr, sehr lecker. Die einfach oben drauf geschmissen und so eine Joghurt-Essig-Öl-Soße gemacht. Und das esse ich jetzt. Und dann wird weiter aufgeräumt. Um euch nämlich mal schon mal ein kleines Accomplishment zu zeigen. In diesem Fach da oben war das ganze Katzenfutter drin. Und das ist nicht sehr breit. Und, das sieht jetzt schon relativ breit aus, gell? Oh, ich habe da Couscous hingeschmiert. Ups. Aber dieser Schrank war immer so ein bisschen offen.
Aber ja gut, das liegt auch an dieser Chipstüte. Ja, und das ist ja der Katzenkloschrank. Keine Ahnung, ob die Katzen da jetzt schon wieder reingemacht haben. Keine Gewähr, wie es da drin aussieht. Und da habe ich das Futter jetzt so schön reinsortiert. Ich habe irgendwann mal so eine Box aufgehoben und jetzt das ganze Futter einfach da reingesteckt. Und da sind Leckerlis und Trockenfutter drin, Bürsten. Und da hinten ist noch so ein bisschen Spielsach. Und jetzt mache ich mich an den Rest von diesem Schrank. Sieht jetzt nicht super katastrophal aus, aber ich würde das gerne irgendwie besser sortieren, dass zum Beispiel alle Dosen auf einer Ebene sind und alle Aufstriche irgendwo. Und ja, jetzt schaue ich mal, wie ich das am schlausten mache. Habe ich es so schön ordentlich eingerichtet. Und das Problem ist, die Aufstriche sind noch nicht drin. Okay, das ist natürlich auch super optimal. Es gibt ja wohl halbe Spaghetti. Vielleicht sind die auch gar nicht zerbrochen. Ja, okay. Dann muss ich wohl doch etwas effizienter packen. Ich hatte hier halt Platz gelassen für ein zweites Paket, weil eigentlich haben wir immer zwei Pakete Milch auf Vorrat. Und eigentlich kam dieses Fach dazu. Wie kann es eigentlich sein? Ja, gut, vorher war halt gestopft, ne? Pfiuh, tada! Okay, ich habe es dann doch noch irgendwie geregelt gekriegt, indem ich nochmal ein kleines bisschen umsortiert habe. Da mussten außerdem noch ein paar andere Sachen mit rein, weil Alex irgendwie Kaffee immer geschenkt kriegt und wir deswegen viel Kaffee haben. Und dann habe ich die Spaghetti da reingestopft und die überleben eigentlich eh nicht so lange. Eigentlich warte ich nur, bis Alex wieder da ist, damit wir die essen können. Und da sind jetzt die Aufstriche. Und apropos Alex, um euch mal ein Update zu geben. Ich schreibe nämlich jetzt die ganze Zeit immer wieder mit ihm. Und er hat mir erzählt, er hat heute gar nichts gevloggt. Und gestern auch nicht mehr. Also gestern Abend, als es dann losging, verständlicherweise. Deswegen möchte ich euch gerne berichten. Sein Fieber ist wieder ein bisschen gesunken. Er ist jetzt bei 38,5 oder so. Und die wollten eigentlich zum Arzt fahren, allerdings hat dieser Arzt in Kumbuku zu. Also der funktioniert nur mit Termin, das heißt, man muss vorher einen Termin ausgemacht haben und ansonsten ist da niemand da. Keine Ahnung, zumindest hat er mir das so beschrieben. Wir haben nicht telefoniert, ich habe keine genauen Infos und ich wollte ihn dann auch jetzt nicht so mega viel nerven, weil ich habe mich schon richtig nervig gefühlt. Ich immer, okay, und trinkst du auch viel und mach dies und mach kühle Waden wickeln und bra und da musst du hingehen und es könnte das sein und das. Und dachte mir so, okay, vielleicht sollte ich auch einfach chillen, er ist alt genug und er muss sich jetzt einfach ein bisschen ausruhen. Und ich von hier kann eh nichts machen, außer ihm halt sagen, yo, scheiße. Ja, so und jetzt ging es ihm dann wieder ein bisschen besser, also schlafen hilft mega. Und dann fühlt er sich nicht mehr ganz so scheiße, er ist einfach froh, wenn der Flug rum ist, was ich so verstehen kann, weil, oh mein Gott, das ist das Allerschlimmste. Dreimal auf Holz geklopft. Ging es mir noch nicht so, dass ich mal fliegen musste und es mir mega dreckig ging. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ist. Also, wow, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, aber das wird er schon schaffen. Und es ist ja jetzt bei ihnen noch ein bisschen hin bis zum Flug. Die fliegen erst um 10 oder um 9. Ja, und jetzt ist ja gerade mal 20 nach 1 bei ihnen. Ja, also hat er noch ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Und morgen fahren wir auf jeden Fall in die Tropenklinik. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht ausreden. Ganz egal, wie es ihm geht, da fahren wir morgen hin. Und dann wird getestet. Ja, dann sollen die auch direkt gucken, ob er von einer Zika-Mücke gestochen wurde. Und einfach mal so einen Allround-Check machen. Ja, er hat jetzt, weil die haben ja dort so Engländer kennengelernt. Und der Engländer meinte, sein Fieber kommt bestimmt von der Klimaanlage. Und dann hat Alex mal im Internet recherchiert, selber gedoktert, ich meine, was willst du auch machen, und hat sich über Legionellen informiert, die eben auch durch Trinkwasser und aber auch durch die Klimaanlage übertragen werden können. Also die leben im Wasser und dann, was ist das, in der Klimaanlage, ne, evaporate, verdunstet ja im Prinzip Wasser, funktioniert so eine Klimaanlage, keine Ahnung, auf jeden Fall übertragen die sich auch über die Klimaanlage, die atmet man ein und dann hat man genau die Symptome, die er hat. Also Schmerzen in der Brust, im Rücken
einfach die Wäsche. Fieber, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, so grippemäßige Symptome. Und ja, also das könnte sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, das werden wir dann morgen rausfinden. Da muss man dann, glaube ich, Antibiotikum nehmen. Zumindest soweit ich das gelesen habe. Ja. Jetzt melde ich mich auch mal bei euch. Ich habe gestern dann plötzlich so krassen Schüttelfrost bekommen und mega Fieber dann. Und ich habe immer noch Fieber und hatte echt irgendwie eine zähe Nacht heute. Hatte dann irgendwie bis zu 40 Fieber fast und keine Ahnung, was ich habe. Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwas wie Malaria oder Dengue oder sowas habe, das vielleicht einfach nur irgendein Infekt ist. Ich wollte hier zum Arzt gehen, aber hier gibt es keinen in dem Ort und wenn, dann anderthalb Stunden hätten wir fahren müssen, aber ich muss ja, wir fliegen heute nach Hause und deshalb hat es einfach nicht gepasst. Aber ich denke, dann gehe ich halt einfach morgen in Stuttgart zu Hause wieder zum Arzt. Ja, es ist ein zähes Ende vom Urlaub. Naja, kann man nichts machen. Man merkt immer wieder, wie wichtig Gesundheit ist, wenn man dann so Bett liegt und Fieber hat. Ich habe eigentlich nie Fieber und vor allem eigentlich auch nie so hoch. Das ist irgendwie, ja, man fühlt sich echt scheiße. Naja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall wieder auf Marie und auf zu Hause und dann kann ich mich da auskurieren. Das wollte ich euch jetzt nur mal ein bisschen mitteilen. Nicht, dass ihr euch denkt, wo ist der Alex eigentlich in diesem Vlog? Ja, ich lag halt nur im Bett und habe mir Wickel bei Nacht gemacht und so. Deshalb konnte ich mich nicht wirklich melden. Ansonsten habe ich gewischt. Die Bude sieht fresh aus. Ich hatte richtig Panik, weil ich habe so ein neues Bodenwischmittel. Und das hat so total geschäumt. Also beim Wischen war der Boden weiß. Und ich dachte so, scheiße, das wird jetzt safe ganz arg streifig. Und es ist tippitoppi getrocknet. Nothing left. Ja, jetzt mache ich noch die Wäsche und dann gehe ich duschen. Yay. Weil ich gehe heute Abend aus. Mit Jojo. Habe ich es gestern schon erzählt? Ich glaube, gell. So, ihr lieben Leute. Long time no see. Es ist mittlerweile Sonntag. Ich habe Alex gestern am Flughafen abgeholt und wir sind dann nicht ins Tropeninstitut nach Tübingen gefahren, weil das ja am Wochenende zu hatte. Und ich dachte irgendwie, die Notaufnahme gehört da dazu, aber die Notaufnahme wäre die von der ganz normalen Klinik gewesen. Und dann habe ich da vorher angerufen, um zu fragen, ob das Sinn macht, dass wir da hinfahren. Und dann meinte die, wir sollen halt lieber in eine Notfallpraxis gehen und dann sind wir in die Notfallpraxis in der Filderklinik gefahren und mussten da dann 2 Stunden warten oder so. Und Alex, so total fiebrig saß er da. Ich bin dann irgendwann hin. Ich meine, es ist halt einfach, ne, Notfallpraxis und am Wochenende und dann kommen halt alle Leute dahin, die sonst zu einem Arzt gegangen wären. Entsprechend, da ist immer viel los, aber ich dann so, wie lange dauert es noch? Er sitzt da und hat Fieber, es geht ihm nicht so gut. Ja, und dann waren die mega nett und Alex wurde sehr gründlich untersucht, die haben sich voll viel Zeit genommen. Es wurde Blut abgenommen und dann haben die uns an dem Abend auch noch angerufen und gesagt, also die Blutwerte, die sind total unauffällig. Irgendwie keine Entzündung, kein gar nichts. Er wurde auch abgehört und das klang auch alles gut, seine Lunge und so. Und die Temperatur war da auch nicht so hoch, als wir in der Klinik waren, wobei die im Ohr gemessen hat. Und da ist es dann tendenziell, genau wie im Mund, ein bisschen niedriger und nicht ganz so genau. Ja, und da hat sie einfach gesagt, er muss viel trinken, er wäre ein bisschen dehydriert und soll sich ausruhen und im Bett liegen und so weiter. Und ja, das ist jetzt auch der Fall. Und dann mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und sie glaubt, das wäre einfach eine Grippe, beziehungsweise irgendeine Art von Virus, den die dort halt haben, den wir hier nicht haben, der dann solche Symptome hat, was dann im Prinzip wie eine Art Erkältung, Grippe, keine Ahnung was ist. Und ja, man dann einfach das Ganze symptomatisch behandelt, keine Ahnung. Gehen wir doch mal ins Krankenlager. Hallo. Hallo, Patient. Hallo, ich habe gerade leckeres Fashboy gekriegt von Marie. Ja. Und schmeckt mir wieder gut. Ich habe die letzten Tage auch nichts essen können eigentlich, weil mir auch immer so schlecht war. Jetzt kann ich wieder essen. Und mir geht's auch schon besser. Ich glaube, ich habe zwar immer noch Fieber, aber geht schon ganz gut eigentlich. Ja, deswegen haben wir auch unterschiedliches Bettzeug, weil wir heute Nacht das Bett neu bezogen haben, weil Alex komplett geschwitzt hat. Zweimal musste ich mich komplett umziehen, auch weil mein T-Shirt einfach nass war. Oh, poor you. Ja,
Es wird hoffentlich bald wieder gut und bin froh, dass es nichts Schlimmes ist. Und dann beenden wir den Vlog jetzt auch. Endlich wieder zusammen. Endlich wieder zusammen in einer Art Bettgeflüster. Oh ja, stimmt. Wir husten so ein bisschen um die Wette, gell? So. Okay, ja. Also, dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder frisch und fröhlich und Alex vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen munterer. Ich glaube auf jeden Fall. Es ist schon so viel besser. Gestern, als ich ihn am Flughafen abgeholt habe, ich bin so erschrocken. Er sah echt nicht gut aus. Aber war halt auch hart. So. Natürlich, ja klar. Über die Nacht ist ja eh immer hart und dann, wenn du Fieber hast. Ja, und vor allem, Alex hat erzählt, in Paris mussten sie irgendwie 40 Minuten laufen vom einen zum anderen. Ja, der Flughafen ist halt die Hölle, der ist so riesig und so verstreut. Boah. Und dann laufen, Bus fahren und dann musst du überall da auch. Das war jetzt. Da war ich war so froh, dass ich dann hier war. Gestern. Ja. Ja. Bin auch froh, dass ihr wieder bist. Okay, also ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Tschüss. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss.